Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. MM4, MM5 war gleich eröffnungstechnisch. Was man nicht machen konnte war, also das ist der MM4 oder Exklusiv 4. Eigentlich nicht ganz, weil es ist nur so ungefähr dargestellt. Da ist mein Exklusiv 4, sieht anders aus, logischerweise. Das ist hier vorne eine Schublade gewesen. Da ist so eine Mischung, so ein Holzmodular, würde ich sagen, könnte das sein. Und den gab es natürlich nie, das ist nur grafisch hier angepasst. Und dann gab es diesen MM4, das Modul. Ein bisschen unglücklich die Wortwahl, Modul MM4, das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Modul Mephisto Modul 4 oder was könnte das heißen? Aber sei es drum, hier ist der Leereinschub. Und das wäre das hier. Das konnte man so reinschieben, dass da keine Lücke ist. Man konnte das also, oder kann das beliebig austauschen. Ich könnte das auch hier reinmachen. Man fühlt nicht im Emulator mal ein Originalgeräten. Oder das hier, wie ich gerade Bock habe. Ich könnte auch zwei Display-Module reinsetzen. Würde aber auf beiden das gleiche stehen. Da gab es dann erst den Rebell, den MM4 danach. Dann dazwischen gab es noch den Polgar mit der Punktmatrix. Und dann haben die sich wohl gedacht, ich weiß nicht, hatten die diese Chips noch auf Lager? Und diese Platinen, dass sie gedacht haben, wir haben das Material noch auf Lager, lass uns mal den MM5 rausbringen. Und das spielt taktisch anders als der. Ist ein verändertes Programm, ich weiß nicht, wohl verbessert vielleicht auch. Und da konnte man dieses Modul hier nehmen, das konnte man, also diese Hülle, ich will das jetzt nicht vorführen, was hier oben drauf ist, konnte man abnehmen, da hat man die Platine gesehen und konnte, machen wir das Licht kurz aus, konnte das hier da reinsetzen. Also das ist das EEPROM, das hat man ausgetauscht. Das MM4 EEPROM gegen das MM5 EEPROM. Dann hatte man den MM5, das war günstiger halt. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Dieses, wenn man sich nur das geschickt hat. Ich habe es damals auch gemacht, aber ich weiß den Preis nicht mehr. Von diesem, was sag ich mal, so ein Fisherman's Friend Klon gegessen. Mal gucken, ob jetzt mal Gekröche sich ein bisschen in Grenzen hält. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Hier übrigens noch die. So sahen die Kartons aus von den Eröffnungsmodulen, HG440, HG550. Die hätte man auch aufrüsten können per EEPROM. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, sodass ich noch beide hatte. Jetzt habe ich halt diesen MM4, MM5. Ich wollte ja halt deswegen haben, damit ich diese. Ich habe die damals nach und nach verkauft gehabt, vor ja, epischen Zeiten. Und dann habe ich sie mir alle nachgekauft, hier der Exklusiv. Das Holzbrett, das ist besser hier. Der Exklusiv der München ist ein bisschen zu sperrig, da wiegt 5 Kilo. Und das ist, ich kann ja mal die Figuren zeigen. Ich habe die München-Figuren, aber nicht das München-Gerät. Wenn man sich das hier ansieht, hier das München und hier Exklusiv, da kann man sich schon vorstellen, dass die Größe dieses Teils noch erheblich größer ist. Das ist einfach, nimmt man einfach ein Turnierbrett, so ein Turnierklappbrett, wenn so ein John-Schack-Klappbrett, wenn ihr das zu Hause habt, und klappt das auseinander, dann habt ihr die Größe von dem München. Und dann natürlich auch dicker das Gerät, also sehr sperrig. Man muss erstmal einen Platz haben, wo man es hinstellt. Und dann ist auch die Frage, ob man Bock hat, wenn man eine Partie spielen will, jedes Mal dieses dicke Ding hin und her zu wuchten. Deswegen ist dieser Exklusiv, hat sich auch besser verkauft. Der München wurde später eingestellt. Den kannst du einfach überall hinstellen, wo du Bock hast. Da steht er nicht so großartig im Weg rum. So, aber lasst uns mal loslegen. Wie gesagt, es geht nur um Eröffnungen. Vergleichende Eröffnungen. Mehr will ich hier gar nicht machen. Ich will mal erst den E-Tier klitschen aus. Das finde ich übrigens praktisch hier, dass man hier durch diese Taste einfach drückt und dann macht er den nächstbesten Zug. Das geht beim Lyon nicht so einfach. Dieses, da ist keine Taste dafür da. Auch bei meinem Genius Pro, da geht das auch nicht so einfach. Den nächstbesten Zug machen lassen, das ist ein bisschen sperriger. Er macht also hier E5. Springer F3. Übrigens auf kann ich also einfach zurücknehmen. Auf F4 machen die alle das gleiche Damenhafenschach. Ich kann ja mal gucken, wie da was getan hat in der Variante hier. Also beide spielen Dame H4 Schach. Ich habe mir das dann damals auch angewöhnt, das zu spielen. Das ist einfach. Hier war es wohl einfach. Ja, das Problem ist ja einfach, das kann durchaus sein, dass der Computer Probleme hatte gegen Königsgambit, also man könnte natürlich die Öffnung alle einspeichern, aber man kann natürlich immer blöd der Theorie ausweichen. Da habe ich schon
meine Güte, so ganz böse Überraschung erlebt. Ich habe einmal die Geräte online spielen lassen. Meine, der MM5 war das? Da gibt es so eine Variante in der Öffnung. Und da zieht Schwarz G6, also den Bauern hier vor. So den hier. Das kann ich natürlich jetzt nicht so machen. Der Sinn ist natürlich, den Läufer da reinzuziehen, den Läufer G7. Wobei das Problem war, dass der Gegner da ganz blöd abgewichen ist. Und er spielt Läufer E7, da kam Läufer H6. Er konnte nie mehr rochieren, statt dann einzusehen, okay, ist dumm gelaufen, will ich Läufer wieder zurück nach F8. Läufer G5 wäre nicht durchgegangen, wie Läufer G7 Qualitätsverlust ziehe ich einfach den Läufer zurück, dann ist er blöd gelaufen, da stehe ich halt scheiße. Aber er konnte nie wieder rochieren und hat dann die Partie einfach sang- und klanglos abgelost. Ich weiß auch gar nicht, was hier jetzt Theorie ist. Deswegen mache ich mal hier den hier. Dann bestimmt Dame schlägt. Ach, D6, das wird als... Er würde nicht sagen Gambit, weil wenn... Obwohl, er könnte ihn ja nehmen, wenn er geschlagen wird mit Schach. Und dann zieht die Dame dazwischen. Pinnt die Dame an den König. Ich nehme einfach mal spaßhalber hier weg. Die nehmen beide weg auf E4. Dann natürlich die Dame dazwischen, ob der Turm nicht weg ist. Dame E2. Das machen die auch beide gleich. Mal Enter drücken hier, der Läufer schlägt. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass er nicht mit dem Springer nimmt und dann Läufer G2 zieht. Dann hat der Läufer, finde ich zumindest, die bessere Diagonale hier. Und der Springer kann D4 unterstützen. Da kann er später mit F4 was machen. Also Läufer G2 hätte ich persönlich gezogen, statt Läufer schlägt E2. Natürlich hier nicht Springer, E2 schlägt natürlich. Aber irgendwie Abweichung scheint es in der Variante wohl nicht zu geben. Können wir mal ganz kurz gucken, ob hier... Was er denn auf den... Für mich persönlich, ehrlich gesagt... Kann mir jetzt schon Läufer schlägt? Jo. Dann die Dame wieder dahin. Ich finde den Zug irgendwie logischer, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eine schwarze Dame. So, das erkennt er hier natürlich nicht. Klar. Die schwarze Dame wieder hin. Und dann ziehen wir mal... Das ist komischerweise kein Buch mehr. Läufer D6. Läufer D6. Interessanterweise haben wir jetzt schon den ersten Unterschied gemerkt. Der MM4 braucht für Läufer D6, schlägt etwas länger. Er macht den fast sofort. Ich würde deswegen sagen, auch Läufer G2 sieht doch viel besser aus. Springer E7, dann machen die beide das gleiche. Ach, Springer F6 ist schon der erste Unterschied. Springer E7, Springer F6. Jetzt würde ich erst sagen, hier D4 können wir auch noch spielen. Aber ich würde eher sagen, Rochade. Ah, da sieht man schon die ersten Unterschiede. Er spielt hier lustigerweise Springer E7, er Springer F6, Springer C6, Springer D7. Jetzt auf D4 würde einfach der Läufer kommen. Deswegen C3. Also D4, Läufer G4 droht hier zu schlagen, der hängt. Dadurch wird auf der Seite würde auch der Bauer hängen. Auf der wäre es vielleicht sogar gegangen hier. Läufer nach G4, Springer nach B6. Hier muss ich natürlich diesen Springer jetzt decken. Dann ziehe ich mal den Turm beiseite, deck mir den Springer B6, da kann ich sofort D4 machen. Oh, er roch jetzt sogar groß. Dann D4. Hab ich schon was gemacht? Rochade. Läufer nach G4, was ist hier passiert? Ach, der Turm ist passiert, stimmt ja. Ich ziehe mir erstmal den Läufer raus. Springer G6, wenn ich jetzt ihn schlage, kann er auch hier schlagen. Und so weiter und so fort und so weiter und so weiter. Aber man sieht schon, das sind verschiedene Spielstile, das ist hier, geht ja am Sinn des Videos vorbei. Ich wollte ja hauptsächlich mal hier die Eröffnung zeigen. Was könnte man denn noch nehmen? Ich mache mal G4 und guck mal, was die da, ob der alles gleiche. Wohl, ich glaube, auch diese seltenen Geschichten. Oh, das ist interessant. Hat er es auf Theorie gespielt? Er ohne Theorie?
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Info A1, 0,35, ja, geht hier nicht im Buch. Und der MM5 hat es auf Theorie. Und das ist quasi der Sinn der Eröffnung. Man möchte auf die Diagonale gehen, damit C4, beziehungsweise hier auf den, wenn er den so nimmt, will man hebeln mit C4. C4 schlägt, dann hängt natürlich hier die Qualität. Dann könnte man da mit B3 noch machen. Man sieht schon hier, hat er keine Theorie, da sieht er nicht ganz so glücklich darin aus. Gehen wir hier weg. A7, A5, könnte jetzt den Braun vorziehen. Greift er den Turm an. Zum Beispiel, und er spielt es halt auf Theorie hier. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie das jetzt seiner Meinung nach weitergehen soll. Manche spielen sogar mit H3, auch da macht er so auf Theorie hier. Ich finde es nicht so glücklich, mir gefällt es nicht. Alleine schon wegen dieser Bauernstruktur hier, das ist die Zahl bis nichts Ganzes. Die Bauern sind halt auf G4. Es ist nicht die offene Turmlinie. Es ist auch nicht irgendwie, da finde ich sogar sinnvoller H4 auf G6 und dann H5, H6 als sowas hier. C6, okay. Na gut, der Turm war ja angegriffen. Ja, und das könnte der Grund wohl sein, warum man das in die Theorie aufgenommen hat. Interessanterweise hat, ja, man muss auch ehrlich sagen, ich kenne nur einen einzigen Spieler, den ich jemals getroffen habe, der dieses G4 als Theorie spielt. So, was nehmen wir jetzt als nächstes für eine seltene Klamotte hier? Man sieht schon, dass wir auch verschiedene Öffnungen. Das Problem ist allerdings immer bei diesen Geschichten hier, wenn die Geräte aus dem Buch rauskommen, das ist immer problematisch. Ich habe auch mal gelesen, das hat mal Fritz hat, glaube ich, mal gegen Hübner gespielt und dann E4, da Hübner hat aber E6 gezogen, also französisch. Und Fritz hat dann C4 gespielt, um in irgendeine Variante reinzukommen, da Hübner spielt einfach E5 und der Fritz war aus dem Buch draußen. Das war immer so problematisch. Das war so die Richtlinie, kann man sich so ungefähr merken hier. Oder merken, warum eigentlich? War es halt damals gegen diese Schachcomputer früh aus dem Buch abweichen. Und dann Königssicherheit war auch nicht so groß angesagt. Und wenn man klein rochiert hat und die haben groß rochiert, dann haben die auch nicht, sagen wir mal, so gut gespielt auf Königsangriffe, auf verschiedene Rochaden. Die kamen dann quasi, die fingen dann an, so pseudo-positionelles Spiel zu betreiben hier mit irgendwelchen Figurenmanövern. Man hat hier natürlich die Bauern straight forward ziehen lassen und den Königsflügel aufgehebelt und dann die Partie gewonnen. Das war auch so ein bisschen. Das gibt da so viele Öffnungen, wo die so Crap spielen, zumindest im Blitzen. Das gibt ja mittlerweile schon Varianten hier von diesen Geräten. So Selbstbau-Varianten mit 100 MHz. Die spielen natürlich erheblich besser dann. Das gibt es halt, irgendwann gibt es halt so eine Grenze, dann kommen die nicht mehr tiefer, maximal, meinetwegen 12 Halbzüge tief oder sowas, dann tiefer geht es einfach nicht mehr. Egal wie lange die noch überlegen, das wird zu lange dauern. Aber 100 MHz, das ist ja schon 20 Mal schneller. Und das heißt also, die würden eine 5-Minuten-Blitzpartie, wenn ich meinetwegen zwei nebeneinander stehen hätte und der eine würde eine 5-Minuten-Blitzpartie spielen, der getunte, dann wäre der andere ja 20 Mal schneller, das wären ja schon 10 Mal schneller, wären ja 50 Minuten, also 100 Minuten. Das wäre, als wenn der Getunte spielt, also in der 5-Minuten-Partie, die Züge, die dann der Ungetunte mit 5 MHz in der 100-Minuten-Partie machen würde. Und das ist natürlich dann schon eine erhebliche Spielstärke. Man kann die zwar auch tunen hier, das rechnet, hängt aber von der Hardware ab. Bei mir kann ich bestimmte Geräte nicht tunen. Bestimmte Geräte laufen sogar langsamer im Emulator. Das heißt, ein Elite mit 170 MHz läuft sogar gefühlt sekundenmäßig langsamer. Und beim 77 MHz Elite 11 kann ich vom Glück sagen, dass er sich noch verdoppeln lässt, die Geschwindigkeit. Das ist immer, wenn ich die online spielen lasse. Dann erhöhe ich die Geschwindigkeit, um quasi den nicht in eine Minutenpartie blitzen zu müssen, weil ich lahmarsch muss das ja auch bedienen. Was mache ich denn hier? Ich kann ja mal gucken, es gibt ja diesen in dieser Variante eine Eröffnung, vielleicht bin ich aber das Gleiche, ob sich da was getan hat, eröffnungstechnisch.
bei diesen Geräten ist spanisches Vier-Springer-Spiel. Läufer B4 machen die beide. Das hier hatte ich, meine D3 war das. Genau, D3. Springer D4, das ist ein eher schwächerer Zug, D3. Ach, er ist gar nicht mehr im Buch drin. Beide nicht mehr. Natürlich schlecht. Aber ich kann mal sehen, ob die sich verschieden entscheiden. Das geht hier darum. Die spielen ist schon unterschiedlich. Läufer G5. Läufer C3 schlägt. Rochade. Und das ist das, worum es geht hier in der Variante. Und weiter lasse ich mal, spiele ich erst gar nicht. Das ist, da wird die Festung nicht mal los des Springers. Und zumindest in Blitzpartien zum Beispiel. Und lässt sich dann den ganzen Flügel zertrümmern. Man spielt jetzt das Trade auf Angriff. Mit H4 und G4 und was weiß ich nicht alles. Und versucht dann was zu machen. Und wie gesagt, er wird die Festung nicht mal los. Und das ist dann nicht so gut für ihn. Da hat sich also nicht so viel getan. Interessant spielt das übrigens der MM2. Der spielt A5. Und Turm A6, das hat den Sinn, dass dann die Dame wegziehen kann und der Springer ist ja nicht mehr gefesselt. Dass die Dame sich wieder bewegen kann, aus dem Bereich der Festung raus hier. Und dann kann man den Springer auch wieder bewegen, damit er auch nicht zertrümmert oder sowas. So, was nehmen wir denn noch? Also ich kann den weißen Springer selber machen. Meine letzte Sache, was mir sowieso vielleicht noch einfällt. Vielleicht sollte ich mal eine Variante nehmen, die jetzt nicht so unfassbar selten ist, um da mal die Unterschiede zu sehen. Springer C3, alles normal hier. Ich finde übrigens, dass die Computer, das heißt ja immer dieses, man kann übrigens auch andere Varianten spielen lassen, zum Beispiel Springer Läufer C5, Springer D7, Läufer, ja nicht. Wieso war ich denn der Meinung, er hätte auch Springer F6 gezogen? Also habe ich das nicht von dem. Okay. Ich habe hier immer den gespielt. Und das Gefährliche ist aber daran. Und das ist übrigens das, was ich ein bisschen schade fand bei diesen Schachcomputern. Die haben immer das Gleiche gespielt. Das war das, was ein bisschen nicht so schön war an diesen Geräten. Die haben also nicht mal... sie sind natürlich auch nicht aktualisiert worden. Das heißt, die haben nicht irgendwann an der Eröffnung was getan. Die waren so, wie die waren. Und dann wurde da nie was dran getan, quasi. Das ist ja keine Systemaktualisierung wie heute bei Programmen. C3, ich spiele auch nur C3 hier. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Ich spiele jetzt nur dieses C3, wenn man also mit Schwarz im Karo Kann nur diese Variante gespielt hat, dann hat man quasi Dubletten fabriziert dieser Partien. Die haben dann immer das Gleiche gespielt. Aber das war es auch mit dem Vergleich hier. Ich finde die große Kratzerei im Hals fängt wieder an. So, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und ja, so long.